Eure Fragen, meine Antworten. Ich fange direkt an mit den neuesten Fragen. Übrigens, wenn ihr eure Fragen immer unter diese Videos, unter die Antworten-Videos runterstellt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich die beantworte, noch höher. Ja? Fangen wir direkt an. Ich sage immer das Video zum Nachweisgesetz Teil 1. Fragt Serhat Karpan, ist es möglich, die PowerPoint-Präsentation runterzuladen? Nein, ist nicht möglich. Ich halte diese Vorträge ja auch gegen Entgelt. Dort kann man den ganzen Vortrag und kriegt dann auch eine PowerPoint. Kann man bei uns nachfragen, wer da Interesse hat. Dann 3.000 € Inflation netto war das Video. Und da sagt My Opinion, wieder so eine Verarsche, kein Arbeitgeber wird das machen, was soll das? Das finde ich nur zur Hälfte richtig. Also, dass kein Arbeitgeber das machen wird, glaube ich nicht. Es ist für die Arbeitgeber, die ihren Arbeitnehmern was Gutes zukommen lassen wollen oder die ihre Arbeitnehmer unterstützen wollen, ohne jetzt gleich die Vergütung zu erhöhen oder so, ist das natürlich eine exzellent gute Möglichkeit. Das muss man ganz klar sagen. Was der Verarscheteil daran tatsächlich ist, insofern wieder bin ich derselben Meinung an der Stelle, ist, dass so dargestellt wird, als würden das alle Arbeitgeber machen, als hätte der Arbeitnehmer tatsächlich einen Anspruch darauf. Das hat er nicht, wie ich euch in diesem Video ja erklärt hatte. Dann zum Video, dieser häufige Fehler macht jede Kündigung kaputt. Da ging es ja, soweit ich mich erinnern kann, um die Frage der Zustellung, dass du also als Arbeitgeber, als Chef auch den Zugang der Kündigung beweisen musst. Und hier fragt jemand, nämlich Danny, fragt, wie ist das denn mit Bescheiden vom Amt, die kommen? Meist per normalen Brief sind die dann nicht gültig, wenn jemand sagt, er hat nicht erhalten oder hat ein leeres Blatt erhalten. Nein, da gibt es eine Zugangsfiktion, da ist das also fürs Amt, gegenüber dem Amt wäre ich da sehr vorsichtig. Ja? Natürlich kannst du auch immer sagen, ich habe es nicht erhalten, aber da reichen sogenannte Abvermerke beim Amt, also dass in der Akte irgendwie steht, ist rausgegangen. Dann gibt es so eine Vermutung des Zugangs. Also bei öffentlichen Briefen Vorsicht mit dieser Sache. Es geht hier um die Briefe, die der Arbeitgeber versendet. Also in dem Fall ging es ja um die Kündigung, um die Zustellung. Ja? Wo ich gesagt habe, der Arbeitgeber muss den Zugang beim Arbeitnehmer beweisen. Deswegen Vorsicht, Arbeitgeber, mach es so, dass es auch dann funktioniert. Und das habe ich dann in diesem Video dargestellt. Blackout, das große Risiko der Arbeitgeber. Da gibt es mehrere Fragen bzw. Kommentare. Frage, ich bin Busfahrerin, Arbeitsweg 200 Meter, aber ohne Strom, auch kein Diesel aus den Tanks. Wie geht es dann weiter? Das ist alles Problematik des Arbeitgebers. Einer hat drunter geschrieben, Corinna hat drunter geschrieben, Zwangsurlaub. Zwangsurlaub gibt es nicht, das geht nicht. Ja? Das heißt, wenn der Arbeitgeber die Arbeitsleistung nicht abrufen kann, kommt er ganz normal in den sogenannten Annahmeverzug. Das heißt, es gibt dann Geld ohne Arbeit. Mal ganz simpel gesagt, wenn dich das näher interessiert, schau dir halt nochmal das Video, was ich dazu gemacht habe, an. Dann geht's weiter mit dem nächsten. Jetzt bin ich hier ein bisschen durcheinander. Achso, jetzt gibt es nochmal zu dem 3.000 € Inflationsausgleich. Was ist mit der Lohnerhöhung, welche regelmäßig kommt, fragt Flotastisch. Die darf dann nicht rein einbezogen werden. Ja? Also die 3.000 € müssen absolut extra sein, hatte ich in dem Video ja erklärt. Sonst ist das für einen Arbeitgeber gefährlich, weil er muss nachträglich Sozialversicherungsabgaben abführen und steuern. Das sollte er also auf keinen Fall, auch der Arbeitgeber in seinem eigenen Interesse, nicht machen. Dann fragt Andy, welcher Arbeitgeber zahlt freiwillig 3.000 € an den Arbeitnehmer aus? Hatte ich schon zugesagt, glaube ich, machen einige. Also ich zum Beispiel mache es. Ja. Laura, können die 3.000 € in Form von Überstundenauszahlung ausgezahlt werden? Nein, keine Sachen, die dem Arbeitgeber sowieso, dem Arbeitnehmer sowieso zustehen. Die 3.000 € müssen absolut extra separat sein. Ja? Und wie gesagt, auch der dringende Rat an die Arbeitgeber. Arbeitszeiterfassung. Wie soll das im Homeoffice umgesetzt werden? Da geht es ja um das, in dem Video geht es ja darum, was ist, wenn der Arbeitnehmer schummelt bei der Arbeitszeiterfassung aus Arbeitgebersicht und wie soll das umgesetzt werden im Homeoffice? Ja, der Arbeitgeber kann da, wie bei vielen Dingen im Homeoffice, nur auf Vertrauensbasis arbeiten, also dem Arbeitnehmer quasi aufgeben, die Zeit zu erfassen. Und darüber macht er es ja auch über den Datenschutz und über die Arbeitssicherheit. Das läuft ja im Homeoffice alles so, dass der Arbeitgeber quasi dem Arbeitnehmer nur Vorgaben machen kann, ihm hinweisen kann, ihn belehren kann.
und dann darauf angewiesen ist, dass der Arbeitnehmer das macht. Ja, das ist ja in vielen Bereichen im Homeoffice noch alles äußerst problematisch und fragwürdig. Stechurteil, das Video dazu. Die Arbeitszeiterfassung besteht schriftlich. Ist die Erfassung zu digitalisieren? Hauptsache ist doch, dass Erfassen passiert. Ja, wobei beim Digitalisieren der Datenschutz beachtet werden muss und beachtet werden muss, dass da nicht stillschweigend eine permanente Überwachung des Arbeitnehmers erfolgt. Also nicht ganz so unproblematisch, aus meiner Sicht jedenfalls. Was ist, wenn Vertrauensarbeit vereinbart ist und im Arbeitsvertrag festgehalten wurde, dass diese Vereinbarung gilt weiter, dann muss der Arbeitnehmer die Arbeitszeit erfassen. Corona, was Arbeitgeber jetzt unbedingt beachten sollten, war das Video. Und da gibt es ein paar Fragen zu, die ich aber schon, soweit ich hier sehe, beantwortet hatte. Also, soweit ich es jetzt sehe, habe ich jetzt alle 9 Fragen hier beantwortet. Wenn irgendwas von dir übersehen wurde oder noch nicht beantwortet wurde, schreib die Frage bitte gerne nochmal in die Kommentare unter dieses Video. Ich werde jetzt regelmäßig hier Fragen beantworten.